Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie nun die neueste Ausgabe von Zimmerfrei. Heute mit unserem Gast Jan Böhmermann. Dummerweise haben wir diese Sendung aufgezeichnet. Und zwar bevor dieser ganze Schlamassel passiert ist. Also jetzt nicht das mit den falschen Schwiegersöhnen, sondern das andere. Sie wissen schon, das, wo sich die Bundeskanzlerin eingeschaltet hat. Es ist aber trotzdem eine sehr lustige Sendung geworden und wir wünschen viel Spaß. Wester, Alz und Böhmermann, die ganze Mannschaft jetzt bei Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Willkommen, himmlische Herrscharen, zu einer neuen Ausgabe der berühmten Erfolgs- und Traditionssendung Zimmerfrei. Wer ist heute unser Gast, Christine? Ist einer der ganz Großen im Fernsehen. Publikum begeistert, Kritiker begeistert. Aber er sagt von sich selbst, ich bin eigentlich ein kleines Würstchen. Ja, aber das glaube ich nicht. Denn sein Name trägt dieses Adelsprädikat, das nur die größten Namen der Fernsehgeschichte aufzuweisen haben. Wie Westermann, Alsmann oder unser Gast heute, Jan Böhmermann. Yes! Yes! Ich habe die ganze Zeit überlegt, was es zu essen gibt. Aber du hast doch bestellt. Ja, man hat es mir nicht verraten. Ich habe gesagt, Spaghetti Bolognese wäre super. Ja. Oder Kohlrouladen wären super, aber dass es Grünkohl gibt. Wir hatten in den letzten Wochen mindestens gefühlt 40 Gäste, die Rouladen, Kohlrouladen oder ähnliches Zeug essen wollen. Wir freuen uns, dass einer ehrlich Grünkohl mit Pinkel bestellt. Hör mal, kleine Katastrophe, kein Senf. Kein Senf. Kein Senf. Für mich, ich brauche keinen Senf. Wir schon. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, der Intendant kommt gleich persönlich und bringt es. Ist das auch, also ich bin ja Bremer und man muss probieren, ob es Pinkel ist. Es gibt verschiedene Arten der Zubereitung. In Köln mischt man das alles zusammen mit Kartoffeln und Grünkohl und tut dann Mettwürstchen da rein. Das ist so die rheinische Variante. Ja. In Bremen gibt es Bremer Pinkel. Ich schneide mal diese Wurst auf, aber es ist eine ganz ordinäre Mettwurst. Wenn das eine... Was ist im Pinkel? Journey, der Zauber-Senfbringer, dankeschön. Pinkel ist die Traditionsbeilage in Bremen und Oldenburg. Ja, ich weiß, da ist so Grütze drin. Es ist Speck hauptsächlich und ich glaube Hafergrütze. Und das ist so sehr fettig und wird dann geräuchert. Und das macht man dann auf wie eine Weißwurst und nimmt das dann aus, als wäre das irgendwie so ein Fisch. Und das, was da drin ist, das isst man dann, vermischt man mit dem Kohl. Das habe ich nie verstanden, deshalb esse ich es einfach ganz. Leer. Also ich kann euch jetzt genau sagen, ob das ein selbstgekochter Kohl ist oder aus dem Glas. Das ist mit Hafergrütze. Aber jetzt verstehe ich auch, warum man mich, wenn ich im Bremischen bin oder in Fegesack oder im Bremer Hafen, warum man mich immer so komisch anguckt beim Grünkohlessen. Vor lauter Gier haben wir vergessen anzustoßen. Und was ist es? Ist es eine echte? Das ist eine ganz normale Mettwurst. Auch blöd, nicht? Nein, mit Hafergrütze. Ich weiß nicht, Jan, du trinkst praktisch keinen Alkohol, ne? Wenn es geht, würde ich mit Malzbier anstoßen, wenn das okay ist. Ja, das geht. Kannst du mir dein Champagnerglas... Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist uns ein Vergnügen. Hoppla. Oh, Dankeschön. Ich glaube, das geht auch zu Grünkohl. Ich glaube, das ist Pinkel, aber das ist keine Bremer Pinkel. Was glaubst du, Jan, was passiert, wenn man mit deinem Foto auf die Straße geht und die Menschen fragt, wer ist denn das? Dann sagen die meisten wahrscheinlich, ist das nicht der Lange von Joko und Klaas. Wir gucken. Ja. Unser Notar war mit einem Foto auf der Straße und Folgendes ist passiert. Ist aber lecker, oder? Schönen Tag, kennen Sie diesen Mann? Den habe ich schon mal gesehen. Den habe ich im Fernsehen, ist der bekannt. Ja, ist ein ganz netten eigentlich. Wie heißt der? Das weiß ich jetzt nicht. Jan Böhmermann. Und wie finden Sie den so als Typen? Als Typ? Ein bisschen klein für mich jetzt in der Perspektive. Er ist ein pfiffiges Kerlchen, glaube ich. Also der macht sich, glaube ich, viel Gedanken über das, was er so sagt und ist trotzdem sehr sarkastisch. Finde ich gut. Wenn er ein Tier wäre, was für ein Tier könnte er wohl sein?
ein kleines, ein bisschen glattes Eichhörnchen. Vielleicht ein Erdmännchen. Ein Fuchs. Wie Gazelle. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil er so zart irgendwie ist. Wahrscheinlich ein schneller Läufer oder so. Und würden Sie mit ihm in Urlaub fahren? Ja, warum nicht? Ich glaube, dass er ziemlich stressig ist im Urlaub. Naja, ich sag mal, sowas wie Club Robinson, so einer großen Anlage, wo man sich jetzt auch aus dem Weg gehen kann, klar. Ist er so ein Aktivurlauber oder mehr so ein Strandlieger? Ja, der ist bestimmt jemand, der nichts macht, wenn er Urlaub hat, weil er es auch verdient hat. Prima, vielen Dank. Unser Notar! Was für ein Urlauber? Bist du nicht zu Hause im Urlaub? Ich versuche nichts zu tun, wenn es geht. Ich bin auch nichts zu Hause im Urlaub. Aber einzige Ausnahme ist Skiurlaub. Das ist ja so nichts tun, den Berg abfahren und nichts tun dabei. Aber das muss man können. Da muss man ja sportlich sein. Ja, geht so. Also Skifahren, da macht die Schwerkraft ja das meiste für einen. Da muss man nicht viel selber machen. Wie sehr schmerzt es, wenn jemand dahin guckt und sagt, ja. Ach, das ist, ich gucke ja auch viele Leute an und denke mir so, ja. Also ist nun mal so. Man ist ja nicht von jedem restlos begeistert. Ja. Nee, das gehört dazu. Aber ich finde Eichhörnchen ganz schön. Also ich mag Eichhörnchen gerne. Ja, so wenn ich mir so den Kopf angucke. Wieso? Naja, irgendwie ist es... Ich kann dir sagen, sie hat den Kopf angucken nur gesagt, um den berühmten Satz, wenn ich mir den langen, buschigen Schwanz angucke, zu vermeiden. Sehr gut. Nee, ich finde Eichhörnchen super. Ja. Das ist eine tolle Loriot-Satz. Ich glaube, aus Papa Ante Portas, wo die durch den Park laufen. Renate guckt nicht nach oben, als er einen Zeppelin bestellt. Und sie laufen durch den Park. Und ich glaube, die Freundin sagt, guck mal ein Eichhörnchen. Das ist so einer der Sätze, die man einfach so unbewusst immer sagt. Guck mal ein Eichhörnchen. Aber es ist überhaupt nichts Besonderes. Ein Eichhörnchen ist wie ein Vogel. Man sieht nein, einen dauernd Eichhörnchen. Nein, falsch. Doch, bei uns auf dem Balkon. Bei euch? Ja, auf dem Dachstuhl, wo ich wohne auch. Aber, er hat versucht das Wort Terrasse zu vermeiden. Aber ich habe tatsächlich das erste Eichhörnchen meines Lebens mit 23 Jahren im Central Park in New York gesehen. Das sind aber keine richtigen Eichhörnchen. Und das, obwohl ich in einer mittelgroßen Stadt wohne. Das sind nikotinsüchtige Squirrels. Ja, das waren so graue Monster. Die waren so groß wie Karnickel, hatten aber einen komischen Schwanz. Ich habe gelesen, dass das amerikanische Eichhörnchen das europäische in einigen Teilen unseres Kontinents verdrängt. Weil es irgendwie importiert wurde über die Seefahrt. Und diese sehr aggressiven New Yorker Eichhörnchen, von denen man ja wirklich sagt, dass sie deswegen so aggressiv sind, weil die Zigarettenstummel gefressen haben. Ich glaube, dass sie alle drogensüchtig sind. Ja, drogensüchtig oder Rapmusik hören an so brennenden Tonnen nachts im Central Park. Apropos New York, ist es richtig, dass du nach New York fährst und dass du zu einer dieser berühmten Talkshows gehst? Ich habe vergessen, den Namen immer, Jimmy Kimmel. Das kann ich nicht bestätigen, aber ja, auch nicht dementieren. Aber das stimmt tatsächlich. Ich bin, und dass du mords aufgeregt bist, kannst du das bestätigen? Ich bin super aufgeregt. Das ist eine der wenigen Einladungen, wo es mir eigentlich auch schon reicht, die Einladung im Postfach zu haben. Ich muss da auch gar nicht hinfahren. Das kann ich mir ausdrücken und an die Wand hängen. Und da bin ich finde das total toll. Also so eine amerikanische, ich kann leider nicht sagen, weil es noch bevorsteht und ich das nicht verraten möchte, damit mich keiner stalkt und mir nicht Leute auflauern oder irgendwie mich noch mehr unter Druck setzen. Und die haben mich eingeladen und ich soll da irgendwie... Ich verstehe das Gefühl. Als meine Moderatorenkarriere richtig loslegt, da bin ich von Dieter Domasek in die Pyramide eingeladen. Oh. Ist das eine Fernsehsendung gewesen oder wohnte der in einer Pyramide? Das war so eine Art Fernsehsendung. Ah, ja, okay. Aber es gab einen Artikel über dich in der New York Times. Ich glaube, deswegen sind die dann darauf gekommen, mich einzuladen. Weil ich wüsste auch nicht, es gibt sonst immer so einen Artikel über Cindy aus Marzahn und darüber, dass sich amerikanische Prominente immer darüber beschweren, wie schrecklich Wetten, das ist. Das kriegt man so von deutscher Fernsehunterhaltung mit in Amerika. Und dann kam halt der Artikel und danach, so zwei, drei Wochen später, kam dann die Anfrage. Und das Problem ist, ich bin überhaupt nicht in der Lage, glaube ich, so unter Aufregung, unter Druck. Kannst du gut, also wie gut ist dein Englisch? Ja, it goes so. I have to work on my conversation skills and I have a very, very broad accent, German accent. I think they love it. Don't even try it, TH. No. Just forget it. Just forget it. I tried just to... No, put on a very bright German accent and they will love it. Yes, and I have some bits in my mind, some things I want some to really say. Bit. Yes, yeah. But it's very funny to be funny in another... it's very difficult to be funny in another language. Eine der Experten von Groucho Marx von den Marxbrothers, die ja ursprünglich aus Elsass-Lothringen stammten, die Marxbrothers, war sein Lied The Little German Band.
Tralalala, what a pretty melody. Ja, ja, das kam es ist gut. Gar nicht, ich habe mir überlegt, ich glaube, wenn man in Deutschland das versucht lustig zu sein oder in Deutschland irgendwie so Unterhaltung macht, ist es was völlig anderes, wenn man das in einer anderen Sprache in Amerika macht. Weil, also mir fehlen die völlig komplett die sprachlichen Skills. Aber die schreiben doch die Dialoge vor, oder? Das scheint mir nicht so. Also nach momentanem Stand der Vorbereitung gibt es ein Vorgespräch mit dem Redakteur und dann wird man gefragt, wenn man so ist. Ja, eigentlich ist das wie hier. Ja. Es gibt nur, glaube ich, kein Essen. Man Warum kommt denn nicht? Kommt so Kaffee. Was für eine Show soll das sein, wo es nichts zu essen gibt? Man kriegt Wasser in der Tasse. Man kriegt Wasser in der Tasse. Und total geil, in Deutschland gibt es ja so Aufwandsentschädigungen, so 100 Euro oder 200 Euro, dass man irgendwie, falls man was ausfallen lassen muss. Die kriegen wir auch für die Pro-Sendung. Genau. Ja. Und in Amerika haben die gesagt, man kriegt keine Reisekosten bezahlt, man wird vom Hotel abgeholt und wird geschminkt. Wie, du musst den Flug selbst? Ja. Nichts. Warum hast du nicht Nein gesagt? Weil ich zu geschmeichelt bin und es auch wissen möchte. Mir ist auch egal, ob ich da scheitere. Ist total egal. Ich möchte einfach gerne dahin und möchte mir das angucken. Ich wüsste auch nicht, ob es irgendeinen schon mal gegeben hat, der mal so eine Nein, war. Also was es auch auf keinen Fall gegeben hat, ist das Spiel, was wir jetzt machen. Wir wollen natürlich auch mit unseren Spielen ein bisschen in die Bühne. Heidi Klum zählt ja nicht. Während sich die beiden unterhalten, sage ich Ihnen, worum es geht, meine Damen und Herren. Wir möchten natürlich mit unseren Spielen anknüpfen an den biografischen Flow. Wir haben junge Leute zu Gast zurzeit. Ich sage biografischen Flow unseres Gastes. Du warst mal Lokalreporter. Das stimmt. In Bremerhaven und Bremen und in Fegesack. Nee, in Bremerhaven nicht, in Bremen-Nord. Ist das nicht dasselbe? Das ist eine absolute Frechheit. Das ist ja unglaublich, oder? Das ist Bremerhaven und Bremen-Nord ist dasselbe. Das ist was wir jetzt? Nein, also ich dachte, Bremerhaven ist auf jeden Fall nördlich von Bremen. Ist so, als ob Münster ein Vorort von Köln. Genau, es ist völlig Nein, anders. Dabei weiß jeder, dass das umgekehrt ist. So, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir haben jetzt hier drei typische Szenen auf drei typischen Bühnen, die drei typische Situationen darstellen, wie sie ein typischer Lokalreporter in seiner typischen, in der Wucht seines Berufes sieht. Ich wollte gerade was sagen, da fiel mir ein, ich habe so viele Freunde im Journalismus, ich will keinem vom Kopf stoßen. So, also, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden diese jeweiligen Türen öffnen und wir werden eine Szene vorfinden, die wir berichtend live einsprechendes Mikrofon darlegen und wir werden vermutlich in diese Szene hineingezogen und schauen mal, was passiert. Klingt das kompliziert, was ich gesagt habe? Keine Frage. Aber es wird ganz einfach, weil den Anfang unsere liebe Kollegin Christine Westermann macht. Okay. Hi, komm. Oh, ich stehe hier in einer typischen Kneipe in Bremen. Wo kommst du her? Fegesack. Fegesack. In Bremen-Fegesack. Wussten Sie, dass es in Bremen-Fegesack die besten... Alle Piskop. Ja, aber sicher ist ja? Sogar Lieschen. Ah, Sie sind Piskop. Sie sind aus... Oh, Leute, der ist aus Hessen, der kann doch nichts dafür. Jetzt... Ach, das ist doch... Ja, zurückhauen. Nichts, sich nichts gefallen. Ja, super. Piskop, du! Super. Oh, na ja, du. Und weiter, weiter. Oh, was? Wo haben Sie das gelernt? Das habe ich überall gelernt, ja? Saft! Ja, Sie müssen sich einfach richtig wehren. Haben Sie das gelernt? Super, klasse. Nimmst du das mit deinem scheiß Handy auf? Ja. Redst du bei uns? Ey, schlag auf Frauen. Ja, ich hab nichts. Ja, schade, war schön. War sehr schön. Jetzt bin ich dran. Bitte schön, ja. Der Dialekt muss gefallen. Ja. Ach, schau mal. Schönen guten Tag. Mein Name ist Böhmermann ich komme von der Norddeutschen, vom Weserkurve. Was machen Sie gerade? Oh nein! Was ist denn das? Da ist ein Finger in der Suppe. Das ist 5 Sterne. Meine Damen und Herren, und dann sind wir denn hier bei den Hottotten. Reg dich nicht auf, bitte. Sind Sie sicher, dass es ein Finger ist und nicht eventuell eine Wurst? Er kann das nicht ist, meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich. Sie müssen ihn zum ganz normal. Das ist noch. Sie der Koch? Ich bin nicht der Koch. Ich kann nicht. Reg dich. Horst, bitte. Ein Witz erzählen, ein Witz erzählen. Ein Witz. Meine Damen und Herren, es handelt sich hierbei nicht um einen Finger, es handelt sich um eine Bremer Spezialität, bitte, den sogenannten Pinkelfinger. Ich kann Ihnen versichern, dass alles mit rechten Dingen. Bleiben Sie ruhig, meine Damen und Herren, bleiben Sie ganz ruhig. Die Polizei ist gerufen. Was soll man denn da machen? Das ist völlig. Der Pinkelfinger. Ich dachte kurz, das wäre Günther Wallraff gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen auf unserer Tour Die dunklen Seiten der deutschen Wallfahrtsorte. Wir befinden uns hier in der Barbarella Bar in Telgte, Münsterland.
ein traditioneller Wallfahrtsort. Und hier, sehen wir Hallo. Da haben Sie wohl recht, junge Frau. Müssen vielleicht auch meine Bloody sein. Du? Ich darf mich natürlich als Reporter nicht zu sehr, Partei machen. Oh. Hallo, ist das Ihre Bekannte? Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ja, Sie würden sehr gut nach Köln passen, wenn ich Sie so sehe. Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Sie haben gerade einen wunderbaren Anzug. Ich weiß, ich gebe Ihnen den umsonst. Wir können tauschen. Sie kriegen meinen Anzug, ich kriege Ihr Ding da. Mein Ding? Oh Gott, genau, was hab ich gesagt? Oh mein Gott. Dankeschön, unser großartiges zimmerfreies Schauspielteam. Die Stars aus zahlreichen Bilderrätseln. Wir wussten auch nicht, was Mensch, kommt. Doris. Das ist eine Überraschung. Aber jede Nacht träume ich von Doris, seit 20 Jahren. Die erste Szene kann ich mir vorstellen, wie gesagt, die letzte, ich glaube, es gibt in Bremen-Nord gibt es, glaube ich, kein nee. Nachtleben. Da muss man nach Delmenhorst für fahren. Und Restaurant, das, wo man so sitzt, doch, es gibt so ein oder zwei Restaurants, wo man mit einer Tischdecke sitzt. Es gibt so ein tolles Restaurant, wo so, was mein ehemaliges Schwimmbad war. In Bremen-Nord? Bremen-Nord. Das ist völlig anders. Bremen-Nord ist tatsächlich was Spezielles. Bremen-Nord ist abgetrennt von Bremen durch einen Fluss, die Lesum. Mhm. Und ist auch die Lesum ist auch gleichzeitig die Wettergrenze. Also wenn man in Bremen-Nord Schnee hat, ist oft Sonne in Bremen-Stadt. Man sagt auch in Bremen-Nord, sagt man zu Bremen, sagt man, man fährt in die Stadt, wenn man dahin möchte. Ja. Weil das immer noch so ländlich ist. Da, wo du wohnst, sagst du, wo du gewohnt hast, gibt es die besten Brötchen. Das stimmt, genau. Aber, kann man ruhig sagen, Bäckerei Hellwig. So, und was ist da? Und meine Mutter kriegt es im Brötchen umsonst, vielleicht das nächste Mal. Es gibt natürlich noch viele andere Top-Bäckereien, die wir alle nicht kennen. Nee, stimmt nicht. So stimmt, es gibt nur die eine Bäckerei. Und die hat die besten Brötchen, das ist nun mal so. Nein, es gibt noch andere Bäckereien, stimmt. Und die sind so gut, dass ich mir die, wenn ich mal in Bremen bin, also bin öfter da, so ein oder zweimal im Monat, und dann nehme ich mir die mit und friere ich die zu Hause ein und dann backe ich mir die auf. Aber was ist denn so besonders an den Brötchen? Ja, die schmecken einfach gut. Hast du schon mal in Köln versucht? Ja, aber der Kölner neigt dazu, die Brötchen zu lange im Ofen zu lassen. Oh. Also es ist zu hart. Der Kölner Bäcker lässt die Brötchen zu lange im Ofen. Ich habe noch nie in Köln so ein Brötchen gegessen wie zu Hause. Das sind diese landsmannschaftlichen Besonderheiten. Ich kenne Gegenden, da hast du das Gefühl, die Brötchen haben den Ofen nie gesehen. Es ist übrigens was Ähnliches mit der Bratwurst. Also ich finde die norddeutsche Bratwurst, diese feine, etwas dünne mit Kümmel, auf Thüringer Art, die es in Hamburg gibt, aber auch in Bremen. Hier gibt es diese rheinische, diese fette, wo man nicht ganz sicher ist, was da echt drin ist. Aber die thüringische Bratwurst auf Thüringer Art, die gibt es am besten in Thüringen. Ja, du musst in Weimar vor Goethes Haus, musst du in Erfurt. Da bist du Erfurterin, natürlich. Also es gibt andere fantastische Städte in Thüringen, zum Beispiel Erfurt und Weimar, Jena. Ich fahre immer, wenn Karneval ist, nach Weimar. Weil du Köln fliegst, Karneval in Weimar, ach. Ja, deswegen. Das kann ich mir ja gut vorstellen. Ja, weil es keinen Karneval gibt. Aha. So wie Disneyland für Deutsche, Weimar. Goethe, Schiller, da waren sie alle. Kann man durchfahren und gucken. Mendelssohn, Bartholdy, im Listhaus. Wo die alten algerischen Vorhänge alle 10 Jahre neu ersetzt werden müssen. Von der berühmten algerischen Weberei Al-Khawarij. Wenn du neben dem Rathaus in diese Seitengasse reingehst. Oder so ähnlich. Dann kannst du von hinten hinter die Kulissen gucken. Das ist alles wie in der Lindenstraße. Alles nur Fassade. Das ist gar nicht echt. Ja, das habe ich nachgeguckt. Das stimmt. Und da saß sogar Mutter Beimer und strickte für Goethe ein Schälchen. So. Wenn wir schon in Bremen sind, gehen wir ganz zurück in deine Kinderzeit. Oh. Und Thorsten Schorn stand auf der Bühne, auf der du ganz groß rausgekommen bist. Ach du Scheiße. 1, 2, test. So eine Klobürste kann ja so vieles sein. Für den kleinen Jan Böhmermann war sie ein Hund. Jan ist ein bisschen größer geworden, aber er ist noch nahezu unverändert. Wolfgang Maschak, der Direktor vom Kinder- und Jugendzirkus Tohu wa Bohu in Bremen. Wessen Idee war das, die Klobürste als Hund Wuffi? Das war eindeutig Jans Idee. Er war sehr kreativ, spontan und sehr kreativ war er. Ja. Und sich so ein bescheuertes Clownskostüm anzuziehen, ist ja auch nicht die Sache von jedem Kind, oder? Nein, also da muss man schon uneitel sein. Und Jan war das? Das war er, mit Sicherheit, ja.
Er war mutig einfach. Er ist in die Sache eingestiegen und er hat das durchgezogen. Warum war Jan ein guter Clown als Kind? Weil er sich einfach gut einlassen konnte und sich sehr gut darauf konzentrieren konnte, was er da macht. Und er hat Pausen eingebaut und er hat Mimik eingebaut und das war einfach toll. Für so einen 10-, 11-Jährigen ist das schon genial. Und so eine Artistiknummer von der Decke? Da fehlen mir die Muckis, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es heute ist, das ist sehr lange her. Ich glaube nicht anders. Was denn für Muckis? Also ich glaube, Jan, ich hätte mir auch die Clownsnummer geben lassen. Oh, Herr Maschak. Einrad fahren kann Jan Böhmermann auch, das hat er hier im Zirkus gelernt. Ist das so ein Kind gewesen, das sich gleich hier das Einrad von der Stange gerissen hat? Also ist Jan schnell begeisterungsfähig immer schon gewesen? Also er ist schnell begeisterungsfähig gewesen, aber er ist nicht so vorgeprescht. Er war nie der große Pausenclown, aber er hat mitgemacht mit den Kindern. Und wenn einer eine Idee hatte, komm, lass uns Einrad fahren, dann ist er mitgegangen. Es gab bei Jan Böhmermann sowas wie Zurückhaltung? Er war ein ganz normaler Junge. Wenn ich mit den Jugendlichen hier im Zirkus über ihn spreche, dann finden die das alles ganz klasse. Das ist ein Thema, das Jan auch früher hier war? Ja, unbedingt, klar. Sie sind große Fans von ihm. Und was erkennen Sie wieder? Was hat der große Jan, was der kleine Jan vielleicht auch schon hatte? Also diese Bühnenpräsenz, die hat er einfach, ich glaube, die wurde ihm in die Wege gelegt. Also, guter Typ, dieser Jan Böhmermann. Nur Götz und Christine, wenn er einzieht in eure WG, ihr müsst damit rechnen, dass er seinen Hund mitbringt. Und der ist bissig. Thorsten Schorn war das, meine Damen und Herren. Unser großartiger Außenreporter. Irgendwo in Bremsweg gesagt, im Kinderzirkus Tohuwabohu. Jan, du hast gerade gesagt, das hast du noch nie gesehen. Ich hab die Videoaufnahme noch nie gesehen. Noch nie. Der Wahnsinn. Aber du kannst bestätigen, dass du das warst. Das war ich, ja. Das war, ich hatte zwei Nummern, die mit der Klobürste und die mit so einem Gewicht, wo ich dann so getan habe, als wäre es ein schweres Gewicht. Das waren meine zwei. Und ich bin in einem Pinguinkostüm rausgelaufen als Zwischennummer und habe immer Mapp gemacht. Das ist aber im Prinzip das, was du heute auch noch machst. Ja, genau. Stimmt. Das ist ja echt krass. In diesem Artikel der New York Times, also die über dich geschrieben, da steht über deine Mutter drin. Deine Mutter hat schon sehr früh gemerkt, dass du ein sehr besonderes Kind warst. Ach, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich habe meine Eltern einfach sehr genervt. Also Kindergeburtstage dann damit verbracht, dass ich auf dem Bett gestanden habe und irgendwelche Sachen vorgeführt habe, was, glaube ich, meine Eltern relativ schnell so genervt hat, dass sie überlegt haben, dass sie das Kind irgendwo hintun müssen, damit er das los wird, damit das zu Hause nicht so ein Problem ist. Und deswegen war ich dann relativ, also ich glaube, es ist schon pathologisch. Also deswegen haben die mich da reingesteckt und deswegen fand ich das auch immer sofort super. Aber er hat gesagt, du bist gar nicht vorgeprescht. Man könnte ja auch denken, oh, du bist dann jemand, der nach vorne drängt. Ja, also wenn es Sinn macht, dann ja. Aber es muss ja nicht, also waren dann viele Leute immer vorne, wo man dann hinterher gedacht hat, ach na ja, vielleicht hätte man vorher noch mal üben können oder so. Und das, ich habe das nicht so gerne, wenn dann eine Nummer laufen muss, dann muss sie gut laufen. So, also, ja. Das ist mir schon wichtig. Also vielleicht, weil ich dir zugetan bin, ich habe da hingeguckt und habe gedacht, ah, guck mal, das ist ja schon so, wie er sich bewegt. Also siehst du Ähnlichkeiten zwischen keine einzige? Ich weiß ja, nee. Ich gucke mich auch selber ja nicht so an. Ich guck ja nicht selber mich im Spiegel an oder irgendwelche. Ich gucke ja auch Sendungen zum Beispiel, gucke ich auch nicht so. Aber so ja, ich beneide die. Es klingt wirklich extrem pathetisch, wie ich das sage, deine Generation. Aber du kommst aus der Zeit, wo jeder die tollsten Sachen einfach mit der Handycam oder so aufnehmen konnte. In meiner Zeit, zu unserer Zeit. Ich bin noch ein bisschen hinter dir. Na, das glaube ich nicht. Da war es jedenfalls so, dass da gab es vielleicht in einer Stadt mit 200.000 Einwohnern statistisch 5 Männer, die eine Super-8-Kamera besessen haben. Aber das ist auch das ist und da es gibt auch so. Keine Dokumente, die zeigen, wie ich zum Beispiel im Heinzelmännchen-Ballett meines Kindergartens aufgetreten bin. Aber das war bei uns auch damals auch so. Wir hatten VHS-Kameras und da gab es einen Vater in der Klasse. Den gab es wenigstens. Ja, aber das wurde dann tausendmal kopiert und die Qualität wurde immer schlechter. Also Handys, mein erstes Handy hatte ich 1999. Ich bin auch kein. Ja. Ich bin auch ein Digital Immigrant eigentlich. Ja, apropos Digital Immigrant. Malzbier. Fremdwörter. Ist noch mal ist eigentlich noch ein Malzbier ja, da eigentlich? Guck mal hier, ist auch wir Salz. Möchten unseren Digital Immigrant, unseren digitalen Immigranten, möchten wir willkommen heißen. mit einem. Backpfeifenorchester. Mit etwas. Man kann sagen, zimmerfrei. Du weißt, du bist ja ein Fan von Jugend an, wie ich vermute. Wie all diese jungen Kerle, die zu uns kommen. Das war das Einzige, was wir damals hatten. Und das Einzige, was sie hatte, nahm Krieg. 40 Mark und Zimmer frei. Wir hatten noch kein Internet.
Und das, was dir am besten gefiel, war das Zimmer frei! Das Zimmer frei! Wann muss ich die Augen zumachen? Danke! Wann kommt der Gong? Ich sehe das, als Gast sieht man das nämlich gar nicht, ne? Was? Was denn, der was Gong, für ein Begriff? Das siehst du nicht als Gast. Lass deine Augen frei. Ich kann die ganze Zeit hier kommt unser Zimmer frei, Bilderrätsel. Das ist schlecht. Liebe Kinder, bitte treten Sie näher. Auf jede Niete kommt ein Hauptgewinn. Ein großer Teddy in rosa und blau. Na, junger Mann, wollen Sie mal Ihr Glück versuchen? Nehmen Sie mal einen. Ja, gerne. Ja, oh, und was haben wir denn da? Niete. Oh, versuchen wir mal eine andere Farbe. Niete. Wunderbar, wunderbar. Und auf jede Niete kommt ein Hauptgewinn. Oh. Haben wir denn mal gewonnen? Per Steinbrück, ja? Speck und tief. Perspektive. Perspektiv, ja, fast Perspektiv. Richtig. Was hast du jetzt in der Hand? Perspektivlos. Ein Perspektivlos! Ja! Eine Rekordleistung! Das ist ja Marshall! Aber das ist. Das ist zu einfach. Zu einfach. Echt? Es ist zu einfach gewesen. Du hast Perspektivlos. Du hast es ihm zu einfach gemacht. Nein. Doch, hat er gesagt. Nein, ich habe dich zu einfach gemacht. Guck mal, also lose. Perspektive hatte er schon. Perspektive. Perspektivlos. Das ist nicht schlecht. Ja, und dann hättest du aber ein bisschen warten können. Du hast, was hast du denn in der Hand? Ja, wir haben noch viel vor in der Sendung. Meine Damen und Herren, der zimmerfreie Fanschaft für Jan Böhmermann. Hey. Kann ich das behalten? Ja, na klar. So, jetzt aber. Kommst du mit mir ins Zimmer hoch, bitte? Nein, komm, reiß mich nicht noch tiefer in den Strudel. Au, au, au. Ach du Scheiße. Kennst du das Geräusch? Ja, ja. Ja, ja, das ist gut. Das okay. Geräusch ist was? Das die war, Glocken? Das war jetzt gerade die eine katholische Kirche, Kirchenglocken. Ja, bitte. Darf ich mich? Ja, klar. Das waren jetzt gerade Kirchenglocken. Und ich bin ja, aber welche Kirche? Welche Kirche? Können wir die noch mal hören, die Glocken kurz, wenn das geht? Welche Kirche? Das klingt auf jeden Fall nach einem großen Bremer Dom wahrscheinlich. Ja, oder? St. Petri. St. Petri Dom. Genau. Ja. Grünmarkt. Ja. Bremen. Ja. Da warst du auf dem Bremer Markt. Hast dir nicht in der Innenstadt, in Bremen Nord. In Bremen Nord. Ja. Also ich dachte, das sei direkt so. Bremen okay. Und Bremen Nord sind zwei völlig verschiedene Welten. Ja, das habe ich eben gelernt. Ja. Genau. Und da hast du, um dir Geld zu verdienen, genau. Eier verkauft. Eier und Lebendgeflügel und Meerschweinchen. Ja. Und ich habe angefangen als Gemüseverkäufer. Das war aber sehr schlecht bezahlt und es war ganz harte ja. Arbeit. Und wurde dann nach 4 oder 5 Jahren von dem Nachbarstand übernommen. Da ist der Eierverkäufer abgesprungen und habe ich die Eier gemacht. Was weißt du über Eier? Ich kenne mich aus mit Eiergrößen. Ich war nämlich dabei, als die Eigrößen umgestellt wurden von deutscher Norm auf EU-Norm. Mhm. Und dann irgendwann wurden Eier sortiert nach S, M, L, XL. Da kam diese Stempel drauf, Bio oder nicht Bio. Das habe ich mitgemacht, also diesen Umbruch. Und deswegen war ich, und ich weiß zum Beispiel, dass viele ältere Leute einen totalen Eierfetisch haben. Also es gibt, man sieht das im Supermarkt manchmal noch, auf dem Wochenmarkt sieht man das fast jede Woche. Ältere Leute sind extrem pingelig mit Eiern. Ich weiß nicht, woher das kommt, aus so Nachkriegszeiten oder sowas. Sehr viele Rentner, die teilweise wirklich eine Viertelstunde lang brauchen, um sich die Eier anzugucken, ob da auch kein Riss drin ist. Und die dann alle von allen Seiten angucken, darf kein Schmutz drauf sein. Die müssen ganz rein sein. Es gibt viele ältere Leute, die so einen Eiertick haben. Kannst du auch als Hund einen Kopf umdrehen? Nein, nein. Also ich habe die nur verkauft. Ich kann aber einen Huhn jetzt rausholen und in eine Bananenkiste packen. Aber ich glaube, die haben so schon Angst, oder? Ja, aber also ja, das wäre jetzt nicht so problematisch. Aber man müsste irgendwo hin tun. Die Leute haben dann Hühner gekauft, teilweise auch. Kam Kopf nach unten dann, oder? Nein, man fasst ihnen Füßen an und dann, wenn die anfangen zu flattern, nimmt man die unter den Arm. So, und ja. Kann auch so 2, 3 oder 4 Hühner tatsächlich unter den Arm halten. Und dann kann man die in die Kisten packen und dann werden die... Und die picken nicht? Also es tut nicht weh, oder? Da, ja, aber ich meine, das sind nur die... In so einen Menschen passen ja so, sagen wir, 50 oder 60 Hühner rein. Da ist man überlegen als Mensch. Man hat mehr Muskeln als so ein Huhn. Das Huhn verliert. Kommst du noch ab und zu nach Bremen zurück? Gibt's ja. Gudrun und Waltraud noch? Waltraud von gegenüber? Ja, die Verkäufer. Waltraud, ja klar, die Waltraud von. Ich hatte immer zum Aufwärmen Jägermeister getrunken am Samstag morgens, also auch manchmal 2 mehr. Und die kam aus Delmenhorst und die da direkt der Stand gegenüber. Gudrun weiß ich jetzt nicht, aber jeder zweite hieß Gudrun. Wenn du dahin kommst, die kennen dich, ne? Ich war jetzt lange nicht mehr da, weil die mich noch alle kennen. Ja, genau. Gibt es denn Rituale, wenn du nach Hause kommst? Du hast vorhin gesagt, 2. Auf jeden Fall. Ich gehe immer in ein spezielles chinesisches Restaurant, wo ich immer alleine esse.
Warum alleine? Weil ich, habe ich so auch mit 11 oder 12 angefangen. Dass du alleine in... Ich bin alleine immer nach Blumenthal in ein chinesisches Restaurant gefahren, habe da Mittagstisch gegessen. Mhm. Weiß auch nicht warum. Fand ich immer cool, weil das so leistbar war. Ich habe damals Taschengeld gehabt und konnte dann von meinen 5 Mark oder 6 Mark konnte man sich dann Mittagstisch beim Chinesen leisten. Das Einzige war, was billig genug war. Und das fand ich dann immer geil, sich da selbst Essen zu kaufen. Und dann war ich da mit 12 oder so. Du hast in unserem Zimmer frei... Fragebogen, eine Frage sehr schön beantwortet. Was würden Sie gern besser können? Und dann hast du geantwortet, ich würde auf Familien... Ja, ach, das ist... Ja, das stimmt. Woran fehlt es denn? Warum kann... Also er würde gerne auf Familienfesten schönere reden oder überhaupt reden können. Genau, ne? Also ich habe eine große Schwäche ist tatsächlich in Situationen, die jetzt nicht vor der Kamera sind. Und ich merke gerade, es ist so eine leichte Grenzsituation hier. Mhm. Warum? Weil es so, ich, also... Ist dir zu eng? Nee, oder alles gut, aber es ist so, ist ja noch persönlicher als so normale Fernsehsendung, meine eigene zum Beispiel. Mir fällt es schwer, Reden zu halten oder irgendwie Sachen zu sagen vor echten Leuten, so vor Privatleuten, die man auch so kennt und die einen schon lange kennen und das nicht so ein Publikum-Künstlerverhältnis ist. Was ist es denn, was hält dich da ab? Dass man das ja dann schon, das ist ja dann keine Verkleidung, sondern das müssen dann ja Sachen sein, die dann eben nicht Rolle sind oder irgendwie ausgedacht sind. Was oder. Muss denn in eine gute Familienrede rein? Auf jeden Fall eine schmutzige Anekdote, dass alle erstmal lachen. Dann so 2, 3 rührselige Momente, dass das Leute... Also ich hab noch nie eine gute Rede gehalten, aber ich weiß, wie gute Reden gehen. Woher weißt du das? Wie gut meine Mutter kann das immer ganz gut. Die erzählt immer tolle... Also ja. Wenn sie dann mal was, dann kann die immer gute, hätte die immer gute Reden. Und die sind immer sehr, sehr lustig. Es geht hauptsächlich darum, dass alle lachen. Aber es gibt nur so 2 Momente, wo dann so alle gerührt sind. Und am Ende wird wieder gelacht. Ich bin nicht mehr zu aufgeregt. Das ist ganz schön, wenn du von deiner Kindheit erzählst. Also, weil ich finde es toll, dass du sehr sparsam erzählst. Aber man spürt die Begeisterung, die dahinter steht. Du sagst, deine Kindheit war einfach top. Und du hast von deinen Eltern... gelernt von deinem Vater auch, der Polizist war, was oben und unten ist. Ja, naja, also dass man dass es Werte gibt. Ja, aber also so groß will ich das nicht sagen, aber dass es gewisse Dinge gibt, die man versuchen sollte zu vermeiden und das ist Sachen, das ist die grundlegende Regel, dass man versuchen sollte, zumindest im Privaten, auch wenn es im Beruflichen manchmal versehentlich oder auch absichtlich nicht so ist, aber dass man versuchen sollte, anderen nur das zuzumuten, was man selber auch zugemutet bekommen möchte. Und das ist so, das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schlaue Regel. Und die hat sich bislang auch nicht irgendwie, es gab noch keinen Gegenbeweis, dass eine andere Regel besser wäre oder die schlecht aber wäre. Aber wie bringt man das einem Kind bei? Also muss man da das lernen durch Erfahrung mit meinem Klug? Also, oder was ich habe da als Jugendlicher, fand ich das immer merkwürdig, dass mein Vater, der war ja Polizist und dann eben auch manchmal bei Nazi-Demos und hat dann eben quasi Nazi-Aufmärsche beschützt und kam dann immer nach Hause und hat dann immer erzählt, ich war heute bei einer Nazi-Demo, das war scheiße, wir haben alle keinen Bock gehabt irgendwie und wir fanden das blöd, die ganze Zeit angeschrien zu werden von irgendwelchen, keine Ahnung, Gewerkschaftsmitglieder, linken Gruppen, die dann dagegen protestiert haben. Aber wir haben die geschützt, auch wenn wir nicht deren Meinung sind, weil wir auch Rechte verteidigen von Leuten, eben deren Meinung wir nicht sind und die eventuell sogar unsere Rechte beschneiden würden, wenn sie an die Macht kämen. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Lektion. Weil ich auch also viele meiner Freunde, die dann immer so links, sehr links waren, dass man das, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen kann, was das dann bedeutet, wenn du dann da stehst und irgendwie quasi von beiden Seiten aufs Maul bekommen kannst und für dich irgendwie eine Erklärung finden musst, warum du das machst als Polizist. Und das fand ich eigentlich immer ganz, ganz spannend. Zum Schluss, dein Vater ist gestorben, als du 17 warst. Mhm. Hat er deine großen Erfolge bei Zirkus Tohuwabohu noch mitgekriegt? Ja, ich bin irgendwann, das tut mir auch total leid, dass Wolfgang Maschak hier, der Leiter vom Zirkus, dass er jetzt so jetzt hier vor die Kamera gezogen wurde. Ich habe mich nie abgemeldet vom Zirkus Tohuwabohu. Ich bin einfach mit 14, als die Pubertät kam, als die ersten Achselhaare kamen, war ich weg. Weil da war das natürlich, es ist natürlich geil, wenn du Einrad fahren kannst, aber es ist halt, ich meine, bei so mit 15 ist das halt nicht das, womit man irgendwie die... da die aber Weiber aufreißen kann mit, ey, Baby, weiß, ich kann Einrad fahren. Kannst du es versucht? Nein. Ich habe es nie versucht, aber es hat auch noch Jahre gedauert, bis ich überhaupt mal den Versuch gemacht habe, sowas wie Weiber aufreißen. Hat auch bis heute nicht funktioniert. Aber ich kann Hühner transportieren. Ja, wenn du reinfassen willst, mach mal. Ja, nee. Danke, Jan. Ja, danke schön. Danke dir. Das sind echte Eier überhaupt. Eieiei. Das ist ein echtes. Ich wollte gucken, ob es ein echtes ist. Natürlich. Sorry. So, liebe Freunde, während ihr euch da oben schön unterhalten habt, habe ich hier mit meiner eigenen Hände Arbeit im Schweiße meines Angesichts eine kleine Versuchsanordnung errichtet.
Und ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Ich bin eine Schachfigur, ich bin der König im Schachspiel. Christine Westermann wird jetzt in die Königin, in die Dame verwandelt. So. Und unser Freund und Gast Jan Böhmermann wird verwandelt in, was wird er verwandelt? Ich weiß es nicht genau. In den Läufer. Übrigens hier, meine Damen und Herren, die Dame, die seit nahezu 20 Jahren unsere Kostüme schafft, Hubertine Roderburg. Hey. Fantastisch. Hey. Also, wir sind Schachfiguren, du bist jetzt, sehe ich es ja selbst, du bist der Springer. Ich bin der Springer. Du bist der Springer, du bist die Dame, ich bin der König. Und von dir stammt ja der Lukas Podolski zugeschriebene Satz, Fußball ist wie Schach, nur ohne das Würfel. Stimmt. Ja? Ja. So. Und das wollen wir jetzt machen. Wir haben ein ganz einfaches Fußball-Schach-Würfelspiel vorbereitet. Ja. Jeder hat eine Farbe, ich habe grün, Jan hat gelb, Christine hat orange. Und wir haben da einen Kollegen, der ist ein sogenannter Läufer. Und dieser Läufer wird sich immer dahin stellen, wo wir ihn uns nicht wünschen. Und sobald er seine Position bezogen hat, schießen wir den Würfel ins Tor. Das könnte unter Umständen schwierig werden. Wir versuchen es trotzdem. Christine, machst du den Anfang und auf, ja. Los geht's, los, los! Halt, so, oh. Toll, wie der sich bewegt hat. Ja! Oh. Hey. Ja, du bist dran. Fix, 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 schnell, schnell, schnell. Hurtig, hurtig, hurtig. Oh! Oh. Voll daneben getreten. Oh mein Gott, der König hat seine Krone verloren. Aber er kämpft unverdrossen weiter. Und. Ach, man kann auch. Oh, nein, Moment, das kann, hab ich mir gerade so ausgedacht. Das ist auch. Das ist auch ich dachte nur einen Schuss, Götz. Jetzt ist mir alles egal. Oh. Das gibt's doch nicht! Oh, Pfosten! Gibt's nicht. Aluminium! Das ist dieser bescheuerte Fernsehergeiz. Es geht um nichts, aber wir trotzdem treffen. Und noch ein Nachschuss! Oh, 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 oh. Sehr gut! Und jetzt meine Konzepterweiterung. Was kommt jetzt? Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel und wie bei Handball. Nur weil du gewinnst. Ich hab gewonnen. Nur weil du gewinnst. Das weil stimmt. Du gewinnen willst. Ein orangefarbener Würfel. Wer war orange? Ich. Ein fantastischer dritter Platz, Christine Westermann. Die Farbe Gelb, perfekt repräsentiert durch Jan Böhmermann, zweiter Platz. Yes. Meine angeborene Bescheidenheit verbietet mir, Sie diskret darauf hinzuweisen, dass ich den ersten gemacht habe. Oh. Unglaublich unnötig. Meine Damen und Herren, unser Läufer Moritz Heidelbach. Dankeschön, Moritz. So, wir machen jetzt, wenn ihr Jungs euch schon mal setzt, wir machen jetzt, wir machen gar nichts. Thorsten Schorn war in Köln-Ehrenfeld, in deiner. Bitteschön. Da können wir bei Hula Hoop spielen. Bei Supertalent auftreten. Also, eine Performance. Hey, pass mal auf, warte, ich spiel für dich hier, Ja, setz dich erstmal hin, Götz. Pass auf. Was toll, lustig, dass wie tanzt der Zuckerfee. Naja, das Leute, haben die Leute sofort erkannt Leute, und mit Applaus kommentiert, meine Damen und Herren. Firma jetzt. Stammel Popammel. Der Grimme-Preis. Hier bin ich zumindest richtig. In Köln-Ehrenfeld, in einem sehr schäbigen Gewerbegebiet, in einer Halle, in der früher Teppiche verkauft wurden, ist jetzt das Spaß-Imperium von Jan Böhmermann. Martin Borchers ist der Produktionsleiter vom Neo-Magazin Royal und ich habe mich heute extra schick gemacht, weil an Aufzeichnungstagen, gestern war einer, das ganze Team in Abendgarderobe rumläuft. Warum ist Jan da so streng, dass alle auch einen Anzug anhaben müssen wie er? Ach, ich glaube, Jan ist da gar nicht so streng, sondern es ist eher eine freie Entscheidung von Jan und dem Team, dass wir alle
die Ästhetik ein bisschen hochschrauben wollen. Also, und wir machen dass ihr rumlauft wie auf einer Konfirmation? Ja, genau, einfach ein bisschen schicker und das repräsentieren wollen, was wir machen. Und zwar schöne Sachen. Oh, ja. Dann bin ich gespannt, wie das hier hinter den Kulissen aussieht. Weil noch ist das ja alles wie beim WDR. Nee, sieht immer noch aus wie im WDR. Ist das der Aufenthaltsraum? Genau, hier wird nach der Sendung dann meistens gegessen und häufig auch noch getrunken. Was ist Jan so für ein Feiertyp? Jan ist eher so der aufgeweckte Cola-Konsument. Der dann aber am nächsten Tag persönlich die Möbel aussucht, oder? Mit der Ausstattung zusammen, ja. Toll. Ah, das ist jetzt aber Jans Büro? Nee, das ist das Büro der Ausstattung. Also hätte ich gedacht, weil da der Grimme-Preis im Regal steht. Ach so, nee, der wandert immer hier durch die BTF. Den hatte, glaube ich, schon jeder mal in der Hand. Fernsehpreis? Der müsste, glaube ich, drüben auf dem Klo stehen. Ich hätte gedacht, das wäre das Chefbüro. Ist Jan Chef? Lässt er den Boss raushängen? Nee, wir sind ja alle hier eine sehr freundschaftliche Firma und wir arbeiten alle gern miteinander. Also direkte Hierarchien gibt es ja eigentlich nicht. Flache? Das ist sehr flach, ja. Cool. Sieht aus wie ein WDR. Was ist das jetzt für ein Raum mit diesen Möbeln? Das ist unser Gäste-Backstage. Gäste-Backstage. Genau. Sieht aus wie bei den WDR-Zuschauern zu Hause. Upsa. Hallo. Das ist nicht schön. Die arbeiten alle für Jan Böhmermann. Und wir sehen, hier ist keiner älter als 51 Jahre. Hallo. Der Gesichtsältere. Ja, Ralf Kabelka. Und hier geht's rein zu Johanna und Nora. Mädels, passt auf, ich habe eine super Idee. Wir müssen die ganze Sendung umschmeißen. Hat Jan das jemals gesagt? Natürlich. Jeden Tag bekommen wir das eigentlich zu hören. Tatsächlich? Ja, stündlich. Wie entstehen denn die Ideen? Kommen die alle von ihm? Lässt er nur die eigenen gelten? Nee, die entstehen im Team auf jeden Fall. Also gemeinsam wird überlegt, gemeinsam werden Ideen entwickelt und dann letztlich eben auch entschieden, welche umgesetzt werden. Und woran erkennt ihr dann bei Jan, dass er eine Idee gut findet? Dann strahlt er, dann werden seine Augen so groß und dann lacht er laut. So nach hinten. Und man merkt, er ist euphorisch dabei und findet etwas Gutes. Ich habe auch gesehen, das ist die Tafel mit den Gästen, oder? Richtig, das sind unsere tollen Gäste. Sarah Wiener und Lars Eidinger hatten wir aber auch schon mal bei Zimmerfrei zu Gast. Und? Alles so ein bisschen wie im WDR hier. Mensch, 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 der Schorn, der Thorsten. Wieder da, wo es weh tut, im Produktionsbüro, wo du Mitbesitzer bist, Mitgesellschafter ja, bist. Das ist aber nicht der Rede wert. Ist der Eindruck richtig, dass die alle so ein bisschen, aber ich sag mal lieber nicht. Nee, die sind einfach, wir haben einfach alle niedrigen Blutdruck. Also tatsächlich ist eigentlich die Anspannung und das Adrenalin-Level relativ niedrig. Und, das habe ich gemerkt, als ich da war. Ich kam zu dir und dachte, das ist so dieser zimmerfrei. Overkill, Enthusiasmus. Und dann kam es mir vor, als hätte man mich komplett ruhig gestellt. Ja, es ist tatsächlich immer sehr ruhig, weil wir uns oft sehr konzentrieren müssen und weil die Mitarbeiter alle sehr jung sind und das teilweise zum ersten Mal machen. Also Ralf Kabelka ist der Einzige, der weiß, wie Fernsehen funktioniert. Ja, alle anderen sind quasi von der Kunsthochschule. Genau. Nee, und das ist Martin Borchers, der Produktionsleiter, der einzige Mitarbeiter, der bei der Bundeswehr war. Deswegen war der so korrekt. Alle anderen haben auch so zottelige Bärte und teilweise Raster. Weißt du, was für einen Dienstgrad er hat? Das weiß ich nicht, aber irgendwas richtig Hohes. Ich mache mal mit ihm bekannt. General, Offizier. Das glaube ich der nicht. General. Ich der weiß General Borgers. Der ist sowas wie ich, Obergefreiter der Reserve. Warst du auch bei der Bundeswehr? Du musstest, das ist selbstverständlich. Ne? Wirklich? Damals in den 70ern, als deine Eltern so ruhig geschlafen haben. Mein Vater war beim Bundesgrenzschutz, entschuldige mal. mein Vater stand in Ratzeburg und hat aufgepasst, dass der Ivan nicht dein Landhaus kaputt macht. Ehrlich. So sieht es nämlich so aus. Dem ja. Ivan, dem habe ich noch Borsch gekocht. Dieser Podolski-Spruch, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Man denkt ja, sowas haut der Böhmermann im Minutentakt raus. Es ist leider falsch. Wie bist du auf den Spruch gekommen? Sitzen am Laptop und schreiben. Der Grund, warum das so leise in der Firma ist, ist tatsächlich, die meisten sitzen vor ihren Laptops und schreiben irgendwelche Sachen auf und haben irgendwas zu tun tatsächlich. Das war bei Zimmerfrei früher anders. Die saßen mit ihrem Kugelschreiber vor ihrem Notizblock und sobald einer irgendwie einen duften Witz geschrieben hat, rief er, hier, guck mal, klasse. Dann haben alle drüber gelacht, dann haben gesagt, jetzt haben wir drüber gelacht, dann sollen sich als von einem Westermann was Eigenes ausdenken. Das ist bei uns komplett anders. Nee, also ich mache das immer noch ganz gerne. Also ich sage auch mal, das Einzige, was ich so einigermaßen kann, ist halt tatsächlich Sachen schreiben. Also wo ich das Selbstbewusstsein habe, bei der Krankenkasse ins Formular, wenn da steht, welchen Beruf üben Sie aus, schreibe ich immer Autor rein. Mhm. Oder manchmal Fernsehmoderator, aber eher Autor. Weil das ist so das, was die meiste Zeit braucht eigentlich. Bist du denn ein bisschen stolz auf dich?
Ja, nicht, also, ja, nicht. Ist es unangenehm, stolz? Ja, nicht stolz jetzt nicht, aber ich freue mich schon. Angemessen, ich kann mich schon freuen stolz über Sachen, die gut laufen. Also, wenn Götz war ja mal zu Gast bei uns, wir werden irgendwie eine Nummer proben und hinterher dann. War sehr gelüftet, die Nummer. Das kommt dann gut an. An die 30 Klicks im Internet. Nix gehabt. Da, nix da. Wir haben die 500.000er-Marke gesprengt. Nicht zu fassen. Das ist und das werden wir auch mit der jetzigen nächsten Aktion tun. Denn, meine Damen und Herren, wir haben eine Musikaktion vor. Und so dafür bitte ich. So ist es. Auf ADHS. Die Zimmerfrei-Bühne, das legendäre Zimmerfrei-Kurorchester! Und wir haben jemanden da, meine Damen und Herren, der ein Spezialist ist für diese ganze Rap- und Hip-Hop-Kultur. Unser alter Physical-, Fitness- und sonstiger Mental-Trainer, Stephen Appleton! Das Spiel sieht wie folgt aus, Jan. Ich merke gerade, dass sich mein Hosenträger gelöst hat. Lass dich nicht irritieren dadurch, während ich ihn hinten nonchalant festzurre. Ja, wenn du in 20 Jahren deine Sendung noch machen solltest, wird der Hosenträger auch ein verlässlicher Freund sein von dir. Es sieht wie folgt aus. Gibt es irgendein Alter, ab dem man Hosenträger trägt? Nein, ich habe das nur so gesagt. Um eine gewisse väterliche, gönnerliche Note in meine Sprache zu bringen. Ich rufe dich dann an, auf deinem Fax. Wir werden jetzt Folgendes machen, meine Damen und Herren. Wir wissen, dass Jan leider einen wahnsinnigen Erfolg hat mit einer Hip-Hop-Persiflage, kann man sagen, ich bin Ich hab Polizei. Ja, so, das heißt, er kann sehr gut rappen, wir können es überhaupt nicht, aber wir versuchen es trotzdem. Wir lassen uns einen schönen Rap-Groove vorgrooven und Steven wird uns Requisiten rüberreichen, die dazu beitragen, dass wir ein Thema haben, über das wir rappen können. Verstehst du, was ich meine? Es handelt sich also um einen klassischen Freestyle, wie die jungen Leute Freestyle, sagen. Ja. Improvisation. Danke. Gedöns, hast du nicht gesehen, schon wieder vergessen. Alles klar, das machen wir. Das kommt. Und den Anfang macht unsere gute Freundin Christine Westermann. Und los schon! Ich bin ein Mädchen aus Köln am Rhein. Die sind normalerweise fein. Bad ich mit meinem Messer hier. Ich stech dich ab, oh. Kleines Tier. Was ist das? Boy. Oh. Yeah. Hallo, ich bin der Jan und ich bin mein Zimmer frei. Und ich habe heute auch ein blaues Auto dabei. Aha. Neben mir steht ein Typ und tut, als ob er rappt. Und Götz hat hinten in der Hose was versteckt. Sein Hosenträger würde es höchstwahrscheinlich gewesen sein. Ey, Götz, jetzt sag auch du mal was ins Mikrofon rein. Ist in Ordnung, mein Freund. Halte ich einen roten Damenschuh. Wenn ich rote Damenschuh sehe, werde ich geil wie ein Gnu. Ich denke, ich steige hoch im Leben auf den Tisch. Denn so ein roter Damenschuh, der hält mich frisch. Ich sage Damenschuh, Damenschuh, Damenschuh. Ich sage Damenschuh, Damenschuh, Damenschuh. Alright. Wenn mir nichts einfällt, was sich reimt auf Damenschuh, sage ich einfach nochmal Damenschuh. Ich will auch einen Damenschuh, aber ich krieg keinen guten Damenschuh. Deswegen werd ich mir jetzt einen ansaugen. Yeah. Vielen Dank, Christine Westermann. Gucken wir uns doch mal das nächste Teilchen hier an. Es handelt sich um zwei Präservative, die man sich über den kann. Außerdem packe ich das Ding jetzt mal auf und guck mal, oh, was ist da irgendwas drauf? Es fühlt sich glitschig an. Ist ein kleines bisschen ekelig oder Götz, wäre das nicht was für dich? Ja, so wie es jetzt ist es mir am liebsten, denn es ist das Leben da, wo es ist am tiefsten. Sag mal, Steve, was hast du für mich? Ist das nicht eine Lokusbrille? Großer Gott, das kenne ich seit meiner Kindheit. Da habe ich mich draufgesetzt, da habe ich Stunden verbracht, yeah. Da habe ich manche schöne Dinge mitten reingemacht. Da habe ich mir gedacht, ist das nicht so toll, eine Brille zu haben, das wäre wundervoll. Yeah. Und darum habe ich beschlossen, ich werde kurzsichtig und seitdem ist sie die Brille und eins, ich! Yeah. Das
Christine Westermann, die hat einen trockenen Hals. Deswegen nehme ich jetzt für sie das Ding. Das ist ein Brezel, darauf reibt sich nix. Ich weiß aber ganz genau, Hip-Hopper mögen das. Nicht, was wir hier machen, denn wir veralbern die Kunst. Da kriegst du was aufs Maul, zum Beispiel von Leuten aus Berlin. Die haben große Autos, große Oberarme, kommen bei dir vorbei und machen dich zu Matt. Mettwurst, Götz ist eine Mettwurst, Mettwurst. Pinkel, Pinkel! Oh Gott. Das sollten wir beenden, denn ansonsten... Pinkel, Pinkel! ...hören wir auf zu senden. Doch die Berliner sagen, mein Gott, ist das nicht der Götz? Da fliegt das Berliner Liedgut, keiner tust so eher wie jetzt. Sag mir noch was, Steven, hast du noch eine Requisite da? Wenn du eine hast, dann rufe ich laut, hurra! Ja. Schaut mal, ich bin der Kapitän vom Ausflugsdampfer und ich rieche stark nach Sauerampfer und ich komme zu Zimmerfrei und sage, Leute, hier, keinen gibt's einen Rapper, so wie wir! Ihr könnt doch nicht in einer WDR-Unterhaltungssendung, könnt ihr doch nicht anfangen zu rappen. Ihr wisst, was für Nesseln ihr euch damit setzt. Hätte ich gesagt, ganze Straßenzüge in Berlin-Neukölln nach dieser Sendung. Hundertprozentig. Ja, Böhmermann, er macht den Rap kaputt. Von 19 er soll aufhören. Haben wir das erste Mal gerappt. Da haben wir uns immer noch Bommelmützen aufgesetzt, in völliger Verkennung eines aktuellen Jugendtrends. Und das ist tatsächlich, also wir schrammen hier ganz hart an der Grenze. Also ich würde sagen, ich habe gerade viele Leute verloren. In Berlin habe ich gerade viele Leute verloren. Ich glaube, wir haben gerade in Berlin viele Leute gewonnen, was soll das sein, was er da macht? Oder? Macht der Rap oder was? Will er mich verarschen oder was ist das für einer? Er soll weggehen da, mach wieder weg. Ich fand's gut. Ja, ist so. Es gibt echt Ärger. Ich weiß, sorry, mega sorry, ein großes Sorry nach Berlin. Wieso denn? Die haben mich gezogen, nein, ich wollte das nicht. Wir brauchen uns für nichts zu schämen, meine Damen und Herren. Ich könnte mich beömmen. Ist egal. Hör mal auf, meinen Rap kaputt zu machen. Du machst den Rap kaputt. Leute wie du machen Rap kaputt, wirklich. Mit Recht. Du Musiker machst den Rap kaputt, ist so. So. Neue Schimpfworte im Wandel der Zeit. Ja, weißt du, Schwarz und Weiß versucht zusammenzuleben und bei dir auf der Tastatur alle getrennt von mir. Ja. Ich könnte mich kaputt lachen. Mach's den Rap kaputt. Olli Schulz, ultimative Lobhudelei. Böhmermann. Mhm. Ach du, ja, sehr gut. Seit über 3 Jahren mache ich mit Jan Böhmermann zusammen eine Radiosendung. Ein Satz, den ich von ihm gelernt habe, ist folgender. Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten, deswegen verzichte ich auf Rührseligkeiten. Jan Böhmermann ist sich der Tragödie des Lebens bewusst, er ist Norddeutscher und mit einem klaren Blick auf die Dinge ausgestattet. Und Jan würde, wenn die Karriere irgendwann mal abflaut und nicht mehr der Erfolg da ist, lachend in den Sonnenuntergang reiten und nicht trauernd der Vergangenheit hinterherblicken. Und eine Sache, die ihn wirklich unterscheidet von allen anderen Gestalten aus dem Medienbereich, Jan ist nicht käuflich. Er ist sehr eloquent, kann echter Hardliner sein, ohne so ein dogmatischer Spinner zu sein. Und dafür schätze ich ihn sehr. Und ich vertraue ihm in wichtigen Entscheidungen. Das mache ich bei sehr wenig Leuten. Und er ist ein kompletter Soziopath. Er würde mir auch nie Geld leihen. Und manchmal kann er auch richtig nerven. Aber ich kann mir niemanden anders vorstellen, mit dem ich lieber zusammen eine Sendung machen würde. Na, außer Klaas vielleicht. Oder Paulina Roginski. Oder Joko. Oder Charlotte Roach. Aber ich hab die Nummer doch noch. Nee, aber eigentlich Jan. Doch, Jan ist schon der Geist. Unser Freund Olli Schulz, meine Damen und Herren. Ja. Ja, wie am Ende noch abgebogen ist, um noch so eine lustige Nummer rauszumachen. Aber ja, bis dahin meint das ernst, glaube ich. Ja. Ist aber genau wie du einer, der auch versucht, seine wahren Gefühle hinter, hinter Alkohol zu verstecken. Nein, so habe ich ausgesehen, aber nicht gesprochen, du Schlingel. Du hast den Rap kaputt gemacht, mit dir rede ich kein Wort mehr. Und ich bin stolz darauf, meine Damen und Herren. Luxus ist für Jan Böhmermann, eine Küchenuhr zu haben, die 300 Euro kostet. Das ist ein absolutes Gerücht, Christine Westermann. Aber es steht da keine in Frage. Küchenuhr, nein, keine das Küchenuhr, ein Gerücht, Küchenradio. Westermann, eine teure Uhr, die geht in den Scheißdreck an.
Ein Küchenradio, was ich... Was ein Küchenradio, das war der letzte Luxusgegenstand. Ich glaube, der einzige, den ich mir letztes Jahr gekauft habe. Aber was ist denn an diesem Radio dran? Warum ist das denn 300 Euro wert? Folgendes, das ist ein Radio, da kann ich mich verbinden mit Spotify. Da kann ich... Internetradio hören. Radio 1 in Berlin zum Beispiel. Aber kann man sonst nicht empfangen. Man kann DAB hören, man kann FM und Kurzwelle hören. Man kann aber auch per Bluetooth sich da anschließen mit dem Handy. Und man kann mit dem Man kann auch damit... Aber wirklich die Kombination aus Grünkohl und Malzbier und dann noch irgendwie Götz Greppel, dass ich da nicht auf den Tisch gebrochen habe bis jetzt. Das ist echt ein großes... Mein Greppel, du junger Schnösel, ist viel mehr als dein Wortgebrösel. Ja. Weißt du was, Götz, mein Hase? Dein Rap klingt so ein bisschen wie eine Mickey-Maus-Sprechblase. Ehrlich, du bist wie so ein Tick-Trick-und-Track-Spruch. Und dann kriegst du einen Reim hin, dann kommt aber auch nichts mehr danach. Ne? Tick-Trick-und-Track, das ist die hohe Schule. Der ganze Rest ist was für Kölner. Was? Das ist gut drauf. Ich finde, die Leute haben sofort verstanden. So, viele wollen von Hamburg bis Meppen, bauen Tracks in Ketten, wollen ohne Rucksack tracken. So viele Rapper und Rabletten tun weh, ich brauch Tabletten, wenn ich mein Heim sehe. Und vor Fernweh beinahe ein... Das ist labert, ein, wer kackt direkt, nämlich ich haben Platz Sie wieder erkannt, zwar meine Damen und Herren. Auf dem Kondo, dass das nicht ein altes Satz Lied von Udo ich Jürgens. Ich gehe tief, wenn ich einmalweise Rap aus dem Boden ziehe und wieder hoch, wenn ich mit den Flügeln meiner Lungen fliege. Ja, sehr, sehr schön. Schlüssel habe ich einen Dietrich in meinem Schlüsselbund. Ja, natürlich. So betrete ich die Tür zum Erfolg ohne Sprung in der Schüssel. Weißt du, mit vorfabrizierten Witzen kann jeder in der Crash ohne Ende. Gehen ihre Haare, werden sie Tracks glätten. Ich stehe auf Krause Locken und Beats, die wie Ecke fetzen. So sieht's aus. Dazu dürfen wir nicht schweigen. So, da fällt Ihnen nämlich nichts mehr ein, wie Markus Lanz Raps auswendig lernen, weißt du? So, pass auf, du hast ein Lied ausgesucht von Udo Jürgens. Okay. Merci, merci. Merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu. Adieu, deine Tränen tun weh, so weh, unser Traum fliegt dahin. Merci, merci, Chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Oh, jetzt wird's. Schau nach vorn, nicht zurück. Zwingen kann man kein Glück, denn kein mehr ist so wild wie die Liebe. Oh, die Liebe allein. Oh, nur die kann so sein. So sein. Hab ich mich versungen? So sein. Merci, merci, merci für die Stunde, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie. Weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Udo, der ist für Udo. Herr Böhmermann, meine Damen und Herren. Große Herr Böhmermann. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Sie dürfen abstimmen mit Ihren Karten. Soll Jan Böhmermann bei uns einziehen? Grüne Karten bedeuten ja, rote Karten bedeuten nein. Hoch mit den Dingern, meine Damen und Herren. Yeah. Das sind ja 827 Milliarden grüne und 0 rote Karten. Soll Jan bei uns einziehen? Christine, du warst eine fantastische Gastgeberin. Ich fand mich auch super. Aber der Star des Abends war Jan Böhmermann.